Experten sind sich einig, ein weltweiter Temperaturanstieg um durchschnittlich 2 Grad würde das Leben auf der Erde bedrohen, hätte kaum Abschätz und nicht mehr umkehrbare Folgen. Wenn wir deutlich reduzieren, dann verlangsamt sich der Klimawandel, dann kann er sich bei 2 Grad etwas stabilisieren. Wenn wir das nicht tun, dann wird es weiter steigen, die Temperatur, und mit der Temperatur auch die Extremereignisse Richtung Hitzewelle, Dürre, aber auch Überschwemmungen. Sanierungen können hier einen immensen Beitrag leisten, da sie den Energieverbrauch von Gebäuden drastisch senken. Einer der größten Energiefresser der Nation sind über 30 Jahre alte gewerbliche und private Häuser, die noch nie saniert wurden. Nun, wir verbrauchen derzeit in Europa etwa 40% der gesamten Energie für den Komfort in Gebäuden. Diesen Energieverbrauch kann ich nach dem Stand der Technik um etwa 90% verringern. Gebäude und hier vor allem Sanierungen sind ein ganz wichtiger Sektor, um die Klimaziele, nämlich die Treibhausgase bis 2050 auf mindestens 80% zu reduzieren, überhaupt erreichen zu können. Und dafür brauchen wir äußerst wirksame Maßnahmen. Diese zeigen wir im Gebäudebereich mit den Mustersanierungen auf. Eine Sanierung, die eine hohe Anforderung an die technisch-energetische Qualität stellt, kann nicht nur einen relevanten Beitrag für die Umwelt leisten. Sanierungen helfen, die Energiekosten deutlich zu senken, steigern den Wert einer Immobilie, sind ein Imageträger und verbessern natürlich auch sofort den Komfort im Gebäude. Im öffentlichen Bereich besteht großes Potenzial für Sanierungen. Jährlich wird weniger als 1% des öffentlichen Gebäudebestandes saniert, laut einer Studie der Technischen Universität Wien. Die Gemeinde Kautzen wurde in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Bemühungen auf den Gebieten der Dorferneuerung und der erneuerbaren Energieträger überregional bekannt. Das aktuellste Projekt ist die thermisch-energetische Sanierung des Gemeindeamtes, welche dringend notwendig wurde. Ja, das Problem waren Fenster, dass man eigentlich die Fenster, also das Lüften war nicht mehr notwendig, weil die Fenster dementsprechend auch nicht mehr so dicht waren. Im Rahmen der Sanierung wurden die Außenwände, die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke isoliert. Die alten Fenster wurden durch eine 3-Scheiben-Isolierverglasung ersetzt. Zusätzlich wurde auch eine Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf errichtet. Die Auswirkungen dieser Sanierung haben sich sofort bemerkbar gemacht. Gerade in den Wintermonaten, wo die Fenster heuer schon drin waren, wo wir es schon gespürt haben im letzten Winter, also sehr angenehm, was den ganzen Zug betrifft. Mehr als 50 Mustersanierungen von Hotels über Bürohäusern bis hin zu Kindergärten und Schulen zeigen, dass die Standards von morgen bereits heute schon möglich sind. 5 dieser Projekte sind sogar zu Plus-Energiehäusern geworden, das heißt zum Haus als Kraftwerk. Das Schulgebäude der Marktgemeinde Rheinbach im Mühlkreis stammt aus den 50er bzw. 70er Jahren. Dementsprechend litt das Gebäude auch an Alterserscheinungen, die für Lehrer und Schüler gleichermaßen unerträglich wurden. Vor 2 Jahren gab es einen Kälteeinbruch im Februar. Und bei voller Heizleistung hatten wir Tage, wo es in den Klassen nur 15 oder 16 Grad hatte. Die Gemeinde hat sich aus diesem Grund entschlossen, eine umfangreiche Sanierung durchzuführen. Die größte Herausforderung war die kurze Bauzeit, da alle Maßnahmen während der Sommerferien durchgeführt werden mussten. Von den Energieeinsparungen wurde kalkuliert, dass es sich um eine Faktor 10 Sanierung handelt. Die gesamte Beleuchtung soll in Zukunft mittels PV-Anlage abgedeckt werden. Ja, es ist super, dass man wenigstens, also hoffentlich, dass es im Winter warm ist und wir nicht mit den Jacken drin sitzen müssen. Ja, also es war schon längst notwendig und es ist halt cool für uns, dass wir wenigstens ein Jahr noch neue gelassen haben. Das ganze Projekt rechnet sich auch für die Gemeinde. Der Bürgermeister erhofft sich, durch diese Maßnahme zu einer Zuzugsgemeinde zu werden, da eine sanierte Schule auch immer einen Anziehungseffekt auf das naheliegende Umfeld hat. Zusätzlich rechnet sich die Sanierung auch wirtschaftlich. Nur eine Zahl, wenn wir die Heizkosten von 50.000 Euro auf 5.000 bis 6.000 Euro reduzieren können, wenn wir hier hinten einen Hackschnitzelbelt haben, wo aus der Region die Hackschnitzelanlieferung kommt, dass wir wirklich umweltfreundlich heizen können. Also da braucht man nicht mehr viel nachzudenken und nicht viel zu rechnen. Das rechnet sich einfach für die Zukunft. Wir wollen ja auch den Kindern zeigen, dass sie, wie sie einmal in der Zukunft leben sollen. Wir sollen ja ein Vorbild sein, die Gemeinden sollen ja Vorbilder sein. Gute Vorbereitung ist das Entscheidende.
Man muss genau planen, muss genau projektieren, man muss sich die Betreiber anschauen, man muss natürlich ein Finanzierungsmodell haben. Man muss also dann natürlich auch einen Partner haben, der das also wirklich dann entsprechend durchzieht und entsprechend gewährleistet auch. Also hier muss man auch natürlich aufpassen, auch hier hat die Gemeinde eine Vorbildfunktion. Es muss funktionieren. Und hier zeigen wir mit unseren Mustersanierungen, die aus einem intelligenten Mix aus erneuerbaren Energien, einer umfassenden thermisch-energetischen Sanierung und Energieeffizienzmaßnahmen bestehen, dass man sowohl den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen als auch sogar die Betriebskosten bis 90% reduzieren kann. Es gibt sicher viele Bauherren, die gerne sanieren würden, sich aber nicht so recht trauen. Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen? Meine Botschaft hier ist, dass ich ein gutes Vorbild bin. Ich werde selbst in diesem Jahr unser Haus in Alpbach sanieren, auch thermisch sanieren, weil es einfach notwendig ist. Zum einen wird das Wohlbefinden gesteigert und auch, und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir die Energiekosten senken mit der Sanierung und damit auch einen ganz beträchtlichen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erbringen. Es gibt im Grunde eigentlich einen wesentlichen Grundsatz. Das ist der, wenn ich irgendetwas erneuere an meinem Gebäude, dann sollte ich das jeweils nach dem bestverfügbaren Stand der technischen Entwicklung und der verfügbaren Komponenten machen, auch wenn das dann möglicherweise von der Investition her ein bisschen teurer ist. Das ist nämlich so, wenn Sie das jetzt nicht machen, dauert es, wenn man ordentlich saniert, wieder 40 oder 50 Jahre, hoffentlich, bis dasselbe Bauteil das nächste Mal dran ist. Ja, und zwischendrin macht man bestimmt nichts. In den nächsten 40 bis 50 Jahren, da passiert allerdings sehr viel, was unsere Energielandschaft angeht, das kann man sich jetzt schon im Grunde ausdenken. Und man wird sich wirklich ärgern, also wenn man da nicht jetzt das Richtige gemacht hat, von Anfang an. Für weitere Fragen zum Thema stehen Ihnen die Expertinnen und Experten des Klima- und Energiefonds jederzeit zur Verfügung. Informieren Sie sich auch im Internet unter www.mustersanierung.at. Handeln Sie heute. Die nachfolgenden Generationen brauchen Ihren Einsatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist eine Sanierungsquote von 3% und ich denke, dass wir gut daran tun, dass wir uns diesen Mindeststandard setzen, dieses Mindestziel setzen, und ich bin überzeugt davon, dass wir das mit den Mitteln, die vorgesehen sind, erreichen können.